Die Dürtlinger Straße in Woltmershausen. Guten Tag. Hallo. Wir sind von Buten und Binnen. Haben wir einen Sternekoch dabei, Wolfram Pade. Ja, das kennen wir. Wir müssen ja gerade für Sie kochen. Ja, das passt gut. Wir haben gerade ein bisschen reingekauft. Wirklich? Wir sind gerade vor ein paar Stunden wiedergekommen aus dem Urlaub. Familie Hake war auf Langeoog. Würstchen, Maiskolben, bisschen Käse, Balkankäse, oh, Corned Beef. Das habe ich ja ewig nicht mehr gesehen. Und so viel Konserven haben wir eigentlich, weil wir das meistens auf dem Boot mit uns rumfahren, ne? Ah. Muss ja alles haltbar sein, ne? Corned Beef ist ja auch typisches Seemannsessen. Doris Hake ist Versicherungskauffrau und segelt genauso gern wie ihr Mann. Ja, also ich würde gerne einen sehr speziellen Kartoffelsalat machen. Dann haben wir hier so ein paar Würstchen. Der Papa ist Feuerwehrtaucher. Kochen für die Kollegen gehört zum Job wie das Fahren von Einsatzwagen. Mit Papa, ne? Feuerwehrtaucher, das klingt ja nach richtig körperlicher Arbeit. Muss der Mann auch immer richtig kräftig essen? Naja, auf Wache essen die ja schon kräftig genug. Ne? Dann versuchen wir es hier ein bisschen gesünder zu gestalten. Früher war es ganz schlimm. Da mussten wir auf dem Freitag immer Bratfisch machen für die ganze Kompanie. Da waren das dann so 46 Portionen Bratfisch, auch mit selbstgemachten Kartoffelsalat. Und das war dann schon hart, ne? Also grenzwertig. Jetzt geht's an den 17 Leute, so ist kein Problem mehr. Wir haben so verschiedene Würste hier und dieses Corned Beef, wie gesagt, das habe ich ewig, ich weiß gar nicht mehr richtig, wie das schmeckt. Ich glaube, als ich Zivildienst gemacht habe, irgendwann in den 80ern, da gab es Lapskaus, so als Versorgung da in dieser Einrichtung, in der ich da. Und das habe ich total gern gegessen. Lapskaus soll es hier nicht geben, dafür aber ein kräftiges Zwiebelspeckdressing zum Kartoffelsalat. Das wird das Öl für das Dressing. Also wenn man Essigöl macht, dann das Öl ist ja eigentlich sehr neutral. Es gibt halt die Bindung an das Dressing und ich will das Öl aromatisieren. Das ist auf jeden Fall für mich interessant, na klar. Wenn man was abgucken kann, ist immer interessant, ne? Ja, ich mache hier doch noch einen zweiten Salat mit dem Balkankäse Oliven. Und darunter ist dann, also wird so ein Wurst-Käsesalat mit Oliven. Weil ich das nicht alles in meinen Kartoffelsalat reinschmeißen will. Noch mehr Gemüse. Was passiert mit dem Mais? Ich habe da jetzt ein bisschen Knoblauch rangegeben, minimal. Und relativ viel braunen Zucker. Mais ist ja ein süßes Gemüse. Und jetzt hat ja schon schön Farbe genommen, rein in dem Öl. Und jetzt karamellisiert es zusätzlich noch. Also Mais kann immer ein bisschen Zucker vertragen und jetzt, das wird halt schön braun so und unterstützt es geschmacklich. Ich weiß nur noch, immer noch nicht, was ich mit dem Corned Beef soll. Die Verkostung erleichtert die Entscheidung. Das ist mir doch zu kräftig für einen Kartoffelsalat. Den Mais muss niemand vom Kolben nagen. Eine kleine Fleischbeilage für die Salate. Guck, na du arme Kleine, so lange musst du warten. Guck mal, aber da ist Kartoffelsalat und ein Salat mit Mais und du kannst dir so viel nehmen, wie du möchtest. Johanna hat richtig Appetit. Das Dressing, das für die Feuerwehr ist das eigentlich auch ganz gut geeignet. So. Wie schmeckt's denn? Hervorragend. Super lecker. Lecker, aber zu aufwendig für die Feuerwehrküche. Da sind jetzt eine Menge Sachen drin und für die Feuerwehr muss das ja auch immer, also viel und günstig, das ist immer ganz wichtig, ne? Und schnell und Fleisch, also diese Sachen, das muss sein. Und da ist ja noch eine Menge drin hier, ne? Gerade mit hier ganz gesund, hier mit Kiwi. Wenn man es versteckt, dann könnte ich das vielleicht unterbringen, aber sonst wird es schwierig. Das wäre viel zu schade. Bei den Kollegen. Das heißt, die brauchen es deftig, die Kollegen. Ja, wie gesagt, ohne Mampf kein Kampf. Ne? Fleisch ist mein Gemüse, ist das Thema denn.